Eltern sind beide davon begeistert, sind froh, dass ich das mache. Vor dem Rennen versuche ich eigentlich immer ganz entspannt was zu essen, also keine großen Mahlzeiten, keine Burger oder sowas. Ganz im Gegenteil dazu nach dem Rennen, da gebe ich mir dann schon mal einen Burger oder sowas. Während des Rennens, ich werde auch von Sponsia Sportfunk gesponsert und die haben auch so Energieriegel und sowas. Und über den Renntag gesehen ist das schon mal eine ganz gute Ernährung. Treiben Sie nebenbei Sport? Also ich gehe ins Fitnessstudio, da versuche ich so, sag mal, 4 bis 5 Mal die Woche, versuche ich da hinzugehen. Da mache ich Ausdauertraining mit Laufen, so ein Crosstrainer, bei dem man die Arme und Beine benutzt. Fahrradfahren versuche ich auch so oft wie möglich zu machen, weil es eben auf lange Dauer die Beine beansprucht. Und wenn man im Rennwagen sitzt lange Zeit, merkt man schon, dass irgendwann die Beine dann wehtun. Wie läuft ein Trackday ab? Also wenn man eine Lizenz macht, dann ist die am Vortag mit Theorie, die mache ich dann auch dieses Jahr hoffentlich. Und am nächsten Tag ist eben morgens Fahrerbesprechung mit Regeln, Flaggenkunde und so weiter. Dann mach ich meistens die Einführungsrunden. Das heißt, ich fahre mit meinem Auto vor, die Teilnehmer hinter mir. Ich habe ein Walkie-Talkie in der Hand und dann spreche ich mit denen, was hier zu tun ist auf der Strecke. Zum Beispiel der Einlenkpunkt ist jetzt hier am Anfang von dem Curb. Wenn der Curb zu Ende ist, dann lenk ein, geh wieder aufs Gas, sowas zum Beispiel. Das ist von Strecke zu Strecke ganz unterschiedlich. Wenn man die Strecken jetzt noch nicht kennt, was häufig der Fall ist, weil man bei der Pistenclub zum Beispiel bietet sehr viele Strecken an. Ja, ist schon sinnvoll, mal so eine Runde hinter dem Instruktor herzufahren. Und das mache ich dann. Ja, und dann geht der Track der halt so weiter, dass man ein freies Fahren hat. Warum coachen Sie? Wie sind Sie darauf gekommen? Als ich meine nationale A-Lizenz gemacht habe, das ist die erste Lizenz, die man machen muss, um Rennen fahren zu dürfen, habe ich die auch beim Martin Dose gemacht. Der ist dann bei mir mitgefahren, hat er mir gesagt, ja, das läuft ganz gut bei dir, vielleicht machen wir da mal weiter was, wenn du Lust hast. Und da habe ich mich direkt am nächsten oder am übernächsten Tag bei ihm gemeldet. Ja, seitdem ist er mein Berater. Dann hat er mir auch gesagt, ja, komm mal mit zum Pistenclub, vielleicht kannst du da coachen oder was. Dann war ich direkt am ersten Tag schon als Instruktor tätig, weil Martin hat mal gesagt, du setz dich mal da rein, fahr mal ein bisschen mit. Ja, und das läuft dann schon. Ne? Dann bin ich da mitgefahren, in einem 700 PS Mercedes übrigens. Ja, und das hat gut geklappt. Von daher, das war so der Anfang von dem Coaching. Ja, man lernt viele Leute kennenlernen. Ich selbst lerne auch immer noch ein bisschen was dazu. Eben dadurch, dass man immer auf der Strecke ist, verschiedene Autos auch mal selber fährt und so. Also da lernt man viele Leute kennen, das macht Spaß. Und man verdient auch ein bisschen Geld. Aber die Strecke macht Spaß. Jetzt lernt man sie dann auch kennen, ne? Mhm. Und macht Spaß. Aufzustehen, also zwischen 8 und 9 Uhr fängt ein guter Tag für mich an. Die Uhrzeit sollte es dann anfangen, leichtes Frühstück, vielleicht Ei oder sowas und dann vielleicht schon direkt zum Sport und so sollte der Tag dann anfangen.
Was sind Ihre Ziele für dieses Jahr? Also für 2017 würde ich mir wünschen, keinen Unfall zu bauen. Letztes Jahr hatte ich einen drin, einen großen Unfall. Und das würde ich mir gerne ersparen. Mindestens ein Rennen würde ich auch nochmal gewinnen wollen, weil ich ja jetzt auch, ich denke mal, nicht mehr im Logan Cup fahren werde oder sowas in der Richtung, sondern eher etwas höher Rennen fahren werde. Und da würde natürlich auch die Konkurrenz größer sein. Und da würde ich dann trotzdem mal gerne gewinnen. Die Nordschleife, auch die grüne Hölle genannt. Erzählen Sie von Ihren Erlebnissen. Ja gut, also ich habe mit 17 meine erste Runde da gedreht im Touristenverkehr. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mittlerweile auch schon über 50 Runden da gefahren, nur im Touristenverkehr. Auch mit den Taxifahrten, die sind dann einfach so ein Bestandteil. Das macht super Spaß. Man muss nur immer im Köpfchen behalten, dass das eben kein Rennen ist, sondern Spaßveranstaltung. Das heißt, keine riskanten Überholmanöver, das Auto nicht übers Limit fahren. Deswegen sieht man dann auch sehr viele YouTube-Videos, wo das dann eben schief geht. Ansonsten, wenn alle miteinander schön fahren, dann kann man das super planen. Welche von denen war Ihre Lieblingsrennstrecke und wieso? Also wenn wir jetzt mal die Nordschleife ausklammern, weil die Nordschleife ist halt klar das Beste, was es gibt, würde ich sagen Zandvoort. Die ist direkt neben dem Strand, also kann man direkt Urlaub machen. Und die Strecke an sich, dieses Layout, das ist so schön, ganz viele hoch und runter. Sehr flüssig. Also ich würde da jederzeit nochmal hinfahren. Bilter Berg ist auch eine sehr schöne Strecke, hat man auch dieses Hoch und Runter. Da fehlt halt nur der Strand, aber ist auch eine ganz tolle Strecke. Von daher die beiden Strecken sind top. Nebenbei oder hauptsächlich würde ich sagen 50-50 mache ich den Motorsport und Studium. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Studium nebenbei mache, weil das doch schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen 50-50. Ich studiere Fahrzeugtechnik in Dortmund, damit ich eben später die Möglichkeit habe, als Ingenieur zu arbeiten. Dadurch, dass ich eben die Motorsporterfahrung mitbringe, denke ich, kann das irgendwann noch was geben. Der größte Traum ist natürlich, Rennfahrer zu werden. Realistisch betrachtet wäre das vielleicht doch nur ein Traum. Ganz realistisch könnte ich schon mir gut vorstellen, da in der Automobilindustrie in der Entwicklung zu arbeiten. Zum Ende des Jahres denkt man sich immer, wie anstrengend es ist, und es ist auch wirklich anstrengend, allein weil man so viel im Auto sitzt. Aber nach jedem Rennwochenende kommt man dann spätestens nach einer Woche wieder auf die Idee, weiterzufahren oder das nächste Rennen zu fahren. Von daher
bin ich jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, ernsthaft aufzuhören. Weil ich einfach noch zu viele Dinge habe, zu viele Ziele, die ich noch erreichen möchte. Von daher geht es erstmal weiter. Ja gut, wenn man auf der Nordstrecke, deswegen testen wir auch einen Autohersteller da. Wenn wir gleich nach Boden wären, wenn man da in der falschen Geschwindigkeit reinfährt, hier schau dir das Videomaterial an. Außen hier kommt gleich noch Bodenwellen. Sieht erst, was sie gesagt Das ist noch ein bisschen unsicher bei dir, ne? Ja, ja.